Was geht ab, liebe Hockey-Fans? Schön, dass ihr wieder mit dem Start seid zu einer eisigen und frostigen Folge NHL 21. Bier Pro Karrieremodus als Goalie. Es geht weiter und die Saison läuft. Die läuft richtig, richtig gut so far für uns. Wir werden uns ganz kurz nochmal den Statistiken widmen. Auch heute werden wir noch nicht allzu viel machen, was Level Up etc. angeht. Ja, 19 zu 29 Schüsse. Wir haben zwar 10 Spiele weniger als Koskinen, aber ja, mehr Siege, Overtime, Niederlage, Niederlage. Also das sieht deutlich besser aus für uns. Eine 93 Fangquote, auch das ist nicht schlecht. Koskinen mit einem 90er. Also es geht Richtung Nummer 1. Und wir müssen mehr Eiszeit bekommen. Wir haben im letzten Let's Play auch schon angefangen, ein bisschen mehr zu simulieren, dass die Saison ein bisschen weiter oder schneller nach vorne geht, dass es nicht mehr so viele Let's Plays gibt, bis es da größere Veränderungen gibt, ist natürlich auch im Sinne des Let's Plays und im Sinne für euch, dass es ein bisschen schneller vorangeht, dass ihr eine Entwicklung seht, weil wir wollen ja mit der Zeit auch mal einen Stanley Cup gewinnen und ja, uns auch einen Namen machen in der NHL. Und wenn wir da jedes Spiel selbst spielen, dann gibt es einfach enorm viele Let's Plays. Und es ist so, das Interesse geht ein bisschen runter mit der Zeit. Ist meistens so, im Februar ist das Interesse bei NHL nicht mehr so. Das ist nicht nur dieses Jahr so, das ist immer so. Dementsprechend auch ein dieses Dankeschön für all diejenigen, die momentan noch mit dabei sind, mit einem Like, mit einem Videokommentar und natürlich für alle, die das Video weiterhin teilen mit euren Kollegen, Freunden, Verwandten, was auch immer. Ja, damit auch kleine YouTuber ein bisschen die Chance haben, hier eine Plattform zu bekommen. Ja, auf jeden Fall simulieren wir jetzt auch die nächsten Spiele und mal schauen, ob wir gleich wieder eine nice Zeit bekommen. Nein, aber der Coach möchte mit uns parlare. Ja. Mal schauen, was er gerne hat. Oder ist der GM? Gespräch. Nein, Trainer. Flying. Die Hälfte der Saison ist gespielt. Also, ihr seht, wir sind bereits schon in der Hälfte der Saison. Wie würdest du deine bisherige Leistung beschreiben? Ja, und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Star, weil wir haben gesagt, wir werden langsam aber sicher mal auf Star gehen. Ich habe gesagt, mal ein bisschen eine 80er, 85er Overall haben, aber bei uns Teamspiel ist ja schon maximal. Dementsprechend gehen wir ein bisschen auf die Marke, weil ein Trade momentan nicht in die Frage kommt bei uns. Nicht, weil wir vielleicht nicht möchten, aber weil das Interesse bei uns in der Marke nicht so gut ist. Jetzt müssen wir uns die Marke ein bisschen vorantreiben. Und auf das werden wir uns jetzt konzentrieren im Rest der Saison. Wenn ich auf dem Eis bin, gibt es nicht viele Spieler, die sich von sich sagen können, dass sie besser sind. Und das stimmt, ja. Absolut richtig, Fly. Das können wirklich nur wenige. Ich hoffe nur, das kann das Niveau halten. Denke ich auch, ja. Oder hoffe ich auch. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Marke bekommen wir 50 und das ist wichtig. Ja, die Marke ein bisschen erhöhen, das wird unsere Chancen auch erhöhen, nächstes Jahr im Trade oder im Draft oder was auch immer, in einem Team zu kommen, wo wir auch gerne sein möchten. Bis zum nächsten Match simulieren. Wann bekommen wir wieder Eiszeit? Auch hier bekommen wir keine Eiszeit. Dort wollen wir eine gute Leistung spielen, eine gute Saison spielen, bekommen wir wenig Spielzeit. Mag mir so far recht sein, ja, aber da müssen sich die Oilers nicht wundern, wenn wir nächstes Jahr halt nicht mehr in ihrem Team spielen, ganz klar. Wir haben andere Ambitionen, dürfen jetzt aber rein gegen die Hurricanes, die sehr, sehr gut stehen. Mal die Kalender mal kurz anschauen, wie sieht es da so ein bisschen aus? Was waren die letzten Spiele? Ein 6-2 Niederlage, ein 3-1 Sieg und ja, jetzt gegen die Hurricanes nochmal. Also, das nehmen wir natürlich sehr, sehr gerne mit. Spiel simulieren. Ja. Wird es wieder so eine enge Kiste? 2 zu 0 die Führung, 5 Schüsse nur gerade von den Hurricanes. Jetzt haben sie ein bisschen mehr Druck gemacht im zweiten Drittel. Im dritten Drittel noch mehr Druck. 31 zu 30 Schüsse, 2 zu 1. Wieder so eine enge Kiste. Da müssen wir wieder unter den ersten drei Starspieler sein, jawohl, das sind wir wieder. Ryan Miller, der Torhüter, auch zweiter Star. Also wieder ein Torhüter-Game. Wieder eine klasse Leistung von uns als Torhüter. Und wieder ein Sieg, ja. So wollen wir doch das simulieren bis zum nächsten Game. Da kommen wir wieder nicht zum Einsatz.
Ja, wechseln ist auch gut, finde ich auch in Ordnung. Also jedes Spiel müssen wir auch nicht spielen. Und wir dürfen gegen die Vancouver Canucks ran. Und ja, ihr wisst ja, Vancouver Canucks, ich sage es immer wieder mal gerne, eines meines Lieblingsteams. Die sind einfach sehr, sehr sympathisch. Ich mag die extrem gut. Kontertraining, 5-Hole-Training. Ja, wir nehmen da 5-Hole, 4. Da haben wir noch 3 Lektionen. Beweglichkeitstraining. So, Training starten, nehmen wir gerne. Fähigkeitsbaum, da gibt es nichts Spezielles. Wir werden im nächsten Spiel mal ein bisschen genauer darauf eingehen, ob wir irgendwas kaufen können. Ja, so, hier. Sonderzulagen. Ob wir da irgendwas Spezielles holen können, aber ich glaube, das, was wir wollen, das ist um die 1 Million etc. Also da, aber wir können das auch jetzt noch kurz machen. Also da ist das meiste eigentlich schon weg. Ja, hier haben wir zum Beispiel Spezialpunkte und so. Das kostet aber wirklich sein Geld, zu wenig Geld. Ein Apartment wäre nice. 106 noch 180 Tage. Hier hätten wir ein Haus am See, zwar das würde gehen, aber ist auch wieder nur für 180 Tage, ja. Passen, Handschuh, Schläger tief und auch hier wieder nur für 180 Tage, 5 Spiele verfügbar. Ja, wenn, dann wollen wir das auch über längere Zeit. Hier wäre noch was, optimal dein Fitness, jetzt gibt es die Übung mehr, bla bla, hier kannst du einen permanenten Vorteil, Beweglichkeit, Ausdauer und Rebound-Kontrolle. Ja, das habe ich gar nicht gemerkt. Ja, das werden wir jetzt kaufen. Kommen Jungs, dann haben wir mehr Beweglichkeit, mehr Rebound-Kontrolle und mehr Ausdauer. Das ist was, das gibt uns gleich einen 79er Overall. Da muss uns niemand sagen, dass das nichts bringt. Also auf das wirklich sehr, sehr viel Wert legen. So, Spiel gegen die Vancouver Canucks, 6 Schüsse, 14 Schüsse, 3-1 die Führung, 5-1 die Führung, ja, da brennt nichts mehr an. Ja, das nehmen wir gleich, das gehen wir gleich durch, 24, 36 Schüsse, 6-2 Sieg, obwohl ich das Spiel gerne gespielt hätte, ja, das ist nichts. Ja, da haben die Offense der Oilers die Canucks überrennt. Das wird gar nichts. Zum Fähigkeitsbaum. Ja, klar, das nehmen wir noch mit. Also heute vielleicht ein bisschen längeres Let's Play. Was hätten wir denn da? Hier haben wir noch was. Erholung für die Fähigkeit eines Torhüters nach einer Parade wieder in Position zu gehen. Finde ich enorm wichtig. Kaufen wir. So. Also, läuft. Läuft bei uns. Wir werden aber gleich zum nächsten Spiel. Wir wollen ja auch noch ein bisschen Gameplay haben. Aber bei einem 5-1 lohnt sich echt nicht mehr reinzusteigen. Der Drops ist da gelutscht. Da gibt es nichts mehr Spannendes, auch nicht für euch. Dementsprechend hier simulieren wir gleich durch. Wie gesagt, wir wollen ja auch ein bisschen vorwärts kommen in diese Saison. Auch das neben dem Eis ist sehr, sehr interessant. Wir wollen jetzt da die Marke ein bisschen hochtreiben in den nächsten Spielen. Marketing, Marke. Ein Team läuft ja relativ gut, das sehen wir schon auf Maximum. Und wir haben nochmal ein Gespräch. Nehmen wir natürlich auch mit. So, was wollen Sie jetzt wissen von uns? Hey Pico, also der Agent, demnächst findet ein Umweltevent statt. Willst du daran teilnehmen? Man könnte mich überzeugen, hinzugehen. Das springt dann für mich dabei raus. Ja, ich mache, wie gesagt, ein bisschen auf Star. Okay, Marke. Überzeugungsversuch birgt eine Risiko bzw. Chance, eine Unterhaltung dann Szene zu beenden. So, also. Gut, die Marke geht nach oben. Das haben wir gebraucht, das haben wir gewollt. 125 Marke. Läuft bei uns. Wir nehmen natürlich auf jeden Fall teil. Und ja, läuft momentan. Könnte nicht besser sein gegen Washington. Die sind auch sehr, sehr stark. Bin ich gespannt, wie die antreten. Eine sehr, sehr gute Offense. Werden wir das erste Drittel mal simulieren. Hoffentlich bleibt es eng. 1-1, 12-6 Schüsse. Bleibt beim 1-1, 20-18 Schüsse. Und da steigen wir jetzt ein. So.
Beide Teams in den Retro-Jerseys, die Oilers in weiß, Capitals in rot. Und da werden wir mehr Arbeit bekommen in diesem Partie. Kann ich mich durchaus vorstellen, die Caps, kein schlechtes Team. Orlov. Offside, aber der Pass kommt rein oder der Schuss kommt rein, alles richtig gemacht. Versucht das Spiel schnell zu machen. Carlson, der Schuss ungefährlich, da sind wir zur Stelle. Können die Scheibe halten. Ja, seit den letzten Videos haben wir ja neue Torhüterschoner, neuer Helm. Und seitdem läuft es richtig rund hier mit Oilers. Yamamoto ab ins Drittel. Kommt der Pass, nochmal Nachschuss. Ja, da sind sie aggressiv. Zwei gegen eins, gutes Vorchecking. Aber da kommen sie nicht durch, da sind wir zur Stelle. Dreiseitel. Gutes Vorchecking, hartes Spiel. So, wieder eine gute Möglichkeit. Ja, die Capitals hatten auch ein bisschen einen Umbruch in den letzten Jahren. Trotzdem sind sie noch ein Favoritenteam. 2:1 jetzt die Führung. Dreiseitel mit dem Goal. Ja, das freut natürlich das Heimteam und die Fans gar nicht. Nichtsdestotrotz, wir führen 2:1. Dylan Galchuk. Gut verteidigt. Da muss man auch den Verteidiger lassen. Ja, die verteidigen momentan sehr, sehr stark. Als Torhüter steht und fällt alles mit einer stabilen Verteidigung. Das war jetzt nicht ungefährlich. Der Schuss kullerte da noch über die Schoner. Die Verteidigung stand da gut. Frana zu Galchenyuk. Wilson, der Pass noch gekommen, der direkt abgezogen, wären wir nicht mehr dran gewesen. 10 Minuten, ein bisschen weniger noch zu spielen. Dylan, Frana, Pass zu Wilson, nicht Russell Wilson von den Seahawks, NFL. Oh, guter Schuss, Samsonov mit den 10. Uli geht verloren, Dylan versucht gleich auszulösen, macht das relativ gut, aber der Flügel läuft dann in den Check. Hatte da keine Möglichkeiten. Pass in den Slot, der Versuch war da, die Verteidigung steht gut. Sehr stark gemacht, jetzt die Möglichkeit in Offense, Samsonov mit dem Save. 6 Minuten, 22, sind noch zu spielen. Torres am Bulli. Bulli geht gewonnen. An der blauen Linie. Jetzt versuchen wir den Slot mal ein bisschen Druck zu machen. Torres mit dem Versuch. Orlov bekommt sehr viel Eiszeit jetzt in den letzten Minuten. Oshie. Ja, einen guten Schuss. Müssen wir weit vorne bleiben. Natürlich auch immer gut, wenn du deinen Gegenüber ein bisschen kennst. Hat er einen guten Schuss? Spielt er eher ab? Ist der Passspieler? Und, und. Aber schlussendlich musst du individuell entscheiden als Goalie. Yamamoto, rechts, Dreiseitel. Ja, jetzt am Schluss. Vielleicht gibt es mehr Unterbrechungen, kann das Team ein bisschen ausruhen. Und dann versuchst du natürlich immer deine Spitzenleute so viel wie möglich aufs Eis zu schicken. Frana, schon wieder drin. Wird aber wieder von der Scheibe geblockt. Connor McDavid. Ja, hat seinen Move, ja. Als KI-gesteuerter Spieler macht er immer wieder mal seinen Move, kommt aber nicht so häufig durch.
Letzte Minute läuft. Und wie immer schon oder wie so häufig, wie schon im letzten Spiel, jetzt könnt ihr davon ausgehen, dass der Torhüter rausgeht. Sobald die Scheibe übers Drittel rausgeht. Jetzt müsste man eigentlich mal raus. Jetzt wird er raus. Oder auch nicht. Wohl jetzt. Geht raus. Die Möglichkeit zum 3:1. Kommen, Jungs. Orlov. Frana. Oshier. Frana. Uiuiui, im Slot muss man aufpassen, wenn man zu zweit hinter dem Tor ist. Und das gibt noch eine Strafe. 24 Sekunden vor Schluss. 6 gegen 4 wegen dem Beinstellens. Das wird jetzt noch ein Krimi. Bulli geht aber gewonnen. Raus damit. Wichtige Sekunden gewinnen. Ja, wieso nicht? Ja, so kann man auch Zeit gewinnen. 15 Sekunden. Es wird noch einen Angriff geben. Einfach nicht mehr zum Schuss kommen lassen. Backström. Und der haut ihn noch rein. Ja, da pennt die Verteidigung wieder komplett. Wo bleibt der Center, wo hinten absichert, wenn nur noch 15 Sekunden zu spielen sind? Da sind wir chancenlos. Haut ihn rein. 7,8 Sekunden vor Schluss. Ja, dieses Let's Play wird definitiv länger. Da geht's nämlich in die Overtime. Oder noch nicht? Backström, Overtime. Dummes Tor. Aber ja, der hat die Verteidigung alles nach vorne geschickt. Hat wirklich versucht, Druck zu machen. Und dann stand da kein Center mehr. Der linke Verteidiger war überfordert. Der rechte wurde ausgespielt. Et voilà. 2:2. So schnell kann es gehen, im Eishockey. So, jetzt Kontermöglichkeit, Dreiseitel. Oh, schießen an die Latte. Ja, Overtime ist nicht so unsere Stärke. Meistens kommt es ins Penalty-Schießen und dann gewinnt die KI. Bulli gewonnen. Jetzt. Ah, das war zu unkreativ. Links und rechts wäre alles offen gewesen. Nochmal die Möglichkeit, Backström zu kurzen Stoff. Macht das gut, versucht da durchzukommen. Let's go, Offense. Conor McDavid macht das stark. Aber es wird auch sehr, sehr gut verteidigt. Noch 1:45 auf der Uhr. Dann kommt es wieder ins Penalty-Schießen. Das liegt uns nicht. Aber jeder, der schon mal Torhüter gespielt hat, der weiß, wie das Penalty-Schießen ist. Als Torhüter selbst gespielt. Darum möchten wir jetzt hier unbedingt den Siegestreffer in den nächsten 1:30. 2:2 der Spielstand. Frana. Bleibt hier nicht mehr an der Scheibe. 1:20, wieder Gegenstoß. Obwohl es 3 gegen 3 ist, verteidigen beide Teams hervorragend. Oder jedes Team möchte irgendwie keinen Fehler machen. Ja, da kommen wir nicht mehr rüber. Da stehen sie im Schilf. Niederlage. Seit langem wieder mal eine Overtime-Niederlage. Ja, Overtime ist nicht unser Ding. Das funktioniert nicht. Die Verteidigung heute ein bisschen gepennt. Jetzt 2 Drittel gut gespielt. Die letzten paar Sekunden haben wir das Spiel verloren. Nichtsdestotrotz war es eine coole Partie. Bis zum nächsten Mal. Euer Pico. Und tschüss.